Moin Moin, herzlich willkommen zum nächsten Test mit mir, dem Friedrix. Wir schauen uns aber wieder ein kleines Spiel für zwischendurch an, was mir ja nebenbei quasi über den Weg gelaufen ist. Ich glaube, das war bei diesen schönen Listen, die man so im Steam mal vorgeschlagen bekommt. Wir schauen uns nämlich heute Clicker Heroes an. Das Ganze scheint wirklich nur mit dem Mausklick zusammenzuhängen. Und ist in meinen Augen ein bisschen makaber, weil man eigentlich nur irgendwelche, ja, Monster, in Anführungszeichen, vermöbelt, die nicht immer unbedingt böse aussehen. Auf jeden Fall kann man hier fleißig drauf rumhauen, dann fällt der um, dann kann man Gold einsammeln, dann kann man irgendwie jemanden heiraten. Kit, the helpful adventurer. Click Damage 2. This nice young fighter showed up to take some of those clicks off your fingers. Hold Shift for. Was? 10 Mal? 10 Mal. Z vor 25 Mal. Control vor 100 Mal. Press T to toggle between the modifiers. What? Naja, wir heilen den einfach mal. Jo, moin. Dann levelt man ihn ab. Okay. Das ganze Spiel, ich trauen wir jetzt halt mal ein bisschen weiter hier drauf rum. Entschuldigung. Das ganze Spiel ist wieder mal ein Einzelplayer-Spiel. Hat ebenfalls wieder Steamer geschaffen, allerdings ganz schön viele, 111 Stück an der Zahl. Hat eine insgesamte Wertung von sehr positiv. Und gibt es in Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, Brasilianische, Portugiesisch und noch 8 weiteren Sprachen. Ja, raus kam das ganze Spiel letztes Jahr 2015 am 14. Mai. Und ja, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die 10 erreichen. Machen wir mal schnell. Area complete. Oh, okay. Dann können wir jetzt. Okay, wir können hier ewig weiterkloppen. Was haben wir denn hier überhaupt? Ich gucke erstmal. Wir haben 0 DPS, das ist Schaden pro Sekunde, aber 2 Schaden pro Klick. Und hier können wir irgendwelche Sachen. Aber gucken wir mal weiter. Wir haben Achievements. Ja, das ist sehr viel. Ich denke mal, das sind die 111 Errungenschaften oder so. Und natürlich hier auch wieder Statistiken. Wie viel Schaden man gemacht hat, wie viele Klicks man gemacht hat. Critical Click Multiplikator oder Multiplier. Ja, das Ganze kann man machen. Time played since first click. Genau, ich habe in dieses Spiel auch schon mal ein bisschen vorher reingeschaut. Weil ich auch schon wissen wollte, was das für ein Klickspiel ist. Ja, Level 2, 26 HP. Was passiert jetzt, wenn ich. 50, okay. Habe ich. Nee? Kann auch Z drücken. Dann kostet das so viel? Keine Ahnung. Und Control für mal 100. Was auch immer. Wir klicken einfach mal ein bisschen weiter herum. Das ist halt wirklich, ich glaube mal, das ist so ein Mäusetest, wie viele Klicks hält meine PC-Maus aus. Und ja, ist glaube ich wirklich nur so ein absoluter Zeitvertreib in meinen Augen. Ja, kein besonderer Spielspaß bis jetzt. Auch die Sachen, die man jetzt hier bekommen kann. Cutter, Level 2. Wer will den eigentlich hauen? Eigentlich keiner. Aber das Spiel will, dass man diesen kleinen Drops hier verkloppt. Ja, jetzt haben wir wieder was geschafft. Haben 26 Punkte, können die wieder upleveln. Machen wir mal. Nochmal, nochmal. Machen wir schon 5 Schaden. Wow. Heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dead. Ab im nächsten Level. Entering Level 3. Mal updaten. Ja, das ist, ne?
das ist wirklich im Endeffekt sinnloses Verkloppen von irgendwelchen Viechern. 5 DPS. Oh, wir sollten mal auf den Spaß anfangen zu gucken, was der denn kann. Und wir haben die nächste Ebene freigeschaltet. Oh, 68. Ja, das ist also wirklich reines Klicker. Die ganzen Monster wiederholen sich ständig. Und das ganze Spiel ist übrigens kostenlos auf Steam erhältlich. Und ja, Ingame habe ich jetzt noch nichts gesehen, was man hier Ingame kaufen könnte. Gibt auch keinen Button. Man kann aber die Qualität verändern. So, haben wir jetzt Schaden pro Sekunde. Oho. Das ist natürlich jetzt auch easy. Jetzt müssen wir quasi gar nicht mehr dem kleinen Tierchen wehtun, weil es stirbt einfach von selbst. Durch nichts. Man muss einfach nur noch da sitzen und einsammeln. Also noch weniger zu tun als vorher. Komm. Oh, jetzt gibt es noch Zeit. Oh, dann muss ich noch kurz. Bossfight hier. Wir haben 8 Sekunden noch. Also meine Maus tut mir echt leid. Uiuiui. Meine Maus tut mir echt absolut leid. Also ich würde sagen, wir leveln einfach den da, weil so schnell kann man keine Monster killen. Oh, die Kiste. Ja, was gibt's noch so Gutes zu dem Spiel zu sagen? Wieder Steamplot, wie immer. Es gibt auch Sammelkarten bei dem Spiel. Die Wertung habe ich jetzt nicht gefunden. Ja, ist halt ein Gelegenheitsspiel. Ein Klicker würde ich, ja, meiner Maus nicht so wirklich zumuten. So, jetzt stirbt das Ding noch schneller. Also man muss jetzt quasi wirklich nichts mehr tun. Das ist auch schon ein bisschen entspannter dann auch für die Maus. Man kann einfach dann diese DPS-Dinger killen oder skillen und dann kommt der ganze Kram von selbst. Wir haben schon mehr als der da bringt. So, noch schneller. Ja, also wenn man auch irgendwie was sinnlos nebenbei laufen lassen will, dann kann man das hier, glaube ich, nebenbei laufen lassen. Würde auch fast behaupten, dass das ewig von selbst skaliert. Wir können ja mal unsere Statistik angucken. Gibt es irgendwas für ein Damage per Second? Oh, das Gold despawnt. Oh, das wäre schlecht. Nee. Gibt's hier nicht. Wollt ihr euch die mal genauer anschauen wollt, die Statistiken, könnt ihr ja ab und zu mal bremsen, also das Video anhalten. Ich würde nämlich ansonsten sagen, ich habe schon so ziemlich alles von diesem Spiel gesehen, was es anbietet. Man kann es halt noch schneller machen. Ich will gar nicht wissen, was passiert dann, wenn ich hier jetzt hingehe. Jo. Was man da nur noch am Farm? Jo, Level 1. Ach du. Du ahnst es nicht. Yay, dauert tot. Nein, nicht so schön. Okay. Das war interessanter, ob man den Boss jetzt schafft, ohne was zu machen. Schaffen wir den in der Zeit zu besiegen? Ja, ich würde behaupten, dass könnte knapp werden. Ne, das wird wohl nix. Nee, das schafft man nicht. Ja, das ist mal wirklich ein absolut kleines Minigame und auch kein besonders großer Story-Telling-Kram damit drin. Man kann hier einfach klicken, skillen und danach muss man nichts mehr tun. Dann stirbt alles von selbst.
Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und hinterlasst mir doch mal gerne ein paar Kommentare, welche Spiele ich mir als nächstes anschauen soll. Kostenlose, also Free-to-Play-Games oder halt welche großen Titel, AAA-Titel oder was auch immer man sich denn mal anschauen könnte, damit ihr einen Einblick bekommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.